Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen mal wieder zurück. Fahren Sie ruhig weiter, ich mache nur kurz die Anmoderation. Willkommen zurück wieder, endlich mal wieder in Vice City. Ja, es ist eigentlich nur, ihr habt es ja bestimmt gemerkt, dass in letzter Zeit nur Thief kam irgendwie und Broken Age auch wieder nicht so, also in letzter Zeit zumindest. Das liegt einfach daran, dass ich echt wenig Zeit habe, weil wir vor den Winterferien sind und wir Halbjahreszeugnisse bekommen und da alle Lehrer nochmal schön ihre Klassenarbeiten und Arbeiten raushauen. Deswegen hatte ich echt wenig Zeit und das hier ist eigentlich auch eher so eine Notlösung, weil ich für morgen, also heute, wo die Folge rauskommt, halt noch eine Folge brauche und ich jetzt nicht so viel aufnehmen wollte und Vice City immer schnell aufgenommen ist und ich wahrscheinlich sowieso wieder im Rage-Mode quitten werde hier und ja, ich habe jetzt direkt mal hier beim Ammunition gestartet. Wir wollen uns mal gleich ein paar Waffen holen. Und ich hoffe, ich bin heute ein bisschen konzentrierter. Ich habe das letzte Mal nicht gespeichert, also nicht wundern, wo ich da diese blöde Folge hatte, wo nichts geklappt hat. Wie immer also. Und ich kaufe mir jetzt hier mal ein bisschen Munition, weil wir müssen ja Chaos anrichten, ne? Die kostet immer so viel. Das ist voll gemein. So, dann gehen wir hier mal wieder raus. Und wir sollen ja, wir müssen, bevor wir bei der tollen Band da hinten weitere Missionen machen können, sollen wir bei der Biker Gang noch die Mission beenden. Das machen wir jetzt auch mal. Ich hoffe, dass das klappt. Ich habe Vice City wieder lange nicht gespielt, aber ich denke mal, so schwer wird das ja nicht werden. Schade, ich wollte mir gerade das Motorrad chartern. Ich denke mal, das packen wir heute, weil sonst sehe ich echt schwarz für die Zukunft. Ich sehe schwarz für die Zukunft. Weil letztes Mal war echt scheiße. Ja. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich habe kein Auto. Hier kommt nämlich keins. Und wenn ich mich umdrehe, ist nämlich mal doof. Zack, sind die Autos mal weg, die da spawnen. Das ist voll nervig. Aber egal, da laufen wir halt dahin. Vielleicht, ja, in der Zwischenzeit hört es vielleicht auch auf zu regnen. Scheiß Wetter hier in Vice City. Ach, guck mal, da kommt ein Motorrad. Vielleicht können wir das ja anhalten. Obwohl, das ist die Polizei. Stopp. Ja, scheiß auf die Polizei. Oder wir gehen hinter die Polizei, dann sieht die das vielleicht nicht. So. Bitte einmal das Taxi. Ach schön, sie hat es nicht mitbekommen. Ja, ist ja gut. Okay, dann auf zu der Biker-Gang und ein bisschen Chaos anrichten. Ich hoffe, das ist diesmal ein bisschen einfacher. Und dass wir die Mission endlich mal schaffen. Ey, das wäre ein Träumchen, wirklich. Also ich werde Freudensprünge auf meinem Stuhl hier machen. Wenn wir die geschafft haben. Ja. Hallo, Big Mitch. Wie heißt der? Bitch McBake? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken es auf jeden Fall nicht normal an. So, los geht's. Hallöchen. Es muss doch möglich sein, hier irgendwas in die Luft fliegen zu lassen. Das ist doch... So, gefällt mir das? Hallo. Das Motorrad geht nicht in die Luft. Ah, schöne Scheiße, es geht ja gut los. So, jetzt explodiert hier doch mal ein bisschen was. Das finde ich schön. Ich glaube, wir müssen Menschen umbringen. Es klingt gemein, aber ich glaube, es ist die Wahrheit. Polizei kommt keine, die hat keinen Bock. Ich glaube, die Mission schaffen wir diesmal wieder nicht. Ich glaube, erst wenn die Polizei kommt und wir hier so ein bisschen Massaker machen können. Hier zum Beispiel. Ich hoffe, das zählt. Guck mal, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Ich meine, gut, wir haben noch eine Minute Zeit. Ich meine, mal so gucke, die... Na, so. So, das Auto brennt auch. Das Problem ist, wir haben jetzt den Helikopter am Hals. Und der ist echt nervig. Ich glaube, den kriegen wir auch nicht weg. Und den kriegen wir echt schlecht weg. Aber wenn der explodieren würde, ich glaube, das würde ordentlich Punkte geben. Ey, hallo? Ich glaube, es hackt. So. So, ich hoffe, wir können... Ja, wir haben es geschafft. Ne. Ne. Ich kann ja leider keine Freudensprünge machen, aber... Ich hoffe, man hat meinen Schreibtischstuhl gehört.
Scheiße, jetzt muss ich ja natürlich das Polizeidings wieder loswerden. Nein. Ich kann nicht rennen. Okay, jetzt kann ich rennen. Hab die Waffe noch ausgewählt. Ach, das ist ja sehr zuvorkommend. Ach, Jungs. Wie werde ich hier halt? Au. Das war die, hier, guck mal. Jawohl. Mann, sind die doof, diese Polizisten hier in Vice City. Oh, ich sehe gerade, ich übersteuere wieder leicht. Da war ich gerade sehr erfreut. Hui. Oh. Okay. Vielleicht schaffen wir es trotzdem zum Pain Spray. Mal schauen. Er ist doch gleich da. Komm, das dürften wir schaffen. Trotz Straßensperre. Boah, steuert er sich scheiße. So. So, Jungs. Ich bin weg. Da könnt ihr mal gucken, wo er bleibt. Darf ich jetzt leider keinen umbringen und ich sehe nichts. So. Ich warte nur noch kurz, bevor ich hier weiterfahre, weil ich meine Fahrkünste kenne und bestimmt wieder irgendwelche Menschen ganz aus Versehen anfahre. So, jetzt sind wir die Sterne los. Oh, wer hat denn die scheiße Rede? Das geht mir voll auf den Sack. Ach, wir sind das. Cool. Kann ich die auch wieder ausschalten? Warte, nee, das war H. Entschuldigung, warte. Nein, ich kann die hier nicht ausschalten. Okay. Geht mir dezent auf den Nerv. Ruhe. Okay, wir haben jetzt die Mission geschafft. Ich weiß jetzt... Nein, wir sind noch nicht mit der Biker-Gang fertig. Ich hole mir mal schnell einen Wagen. Und dann machen wir uns nochmal auf dahin. Ich sehe, das ist ja dieses Peak-Zeichen da unten auf der Karte. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Die sind noch nicht fertig mit uns. Aber ich denke, das war es im Großen und Ganzen. Ich kann mich zumindest nicht mehr an weitere Missionen für die erinnern. Was anderes können die ja auch gar nicht mehr verlangen, oder? Und ich hoffe, also eigentlich hatten wir... Das war ja das Problem, wo ich mich letzte Folge gewundert habe, ob das nicht gespeichert habe das letzte Mal oder so. Weil eigentlich war ja das Konzert schon. Und wenn das Konzert jetzt nochmal ist, dann hat das nicht gespeichert. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich komme mir nicht mehr klar, ich sehe nicht mehr durch. Aber wen wundert das? So, was haben wir denn diesmal? Big Baker's Pie. Okay, er hat nicht gespeichert. Scheiße, wir müssen alles nochmal machen. Warum hat er denn nicht gespeichert oder habe ich das vergessen? Es könnte auch sein. Sie in Downtown hinter dem Ammunition. Okay, darf ich jetzt wieder? Okay, ich habe mich schon gewundert. Ah, du brauchst eine schnelle Maschine. Das haben wir alles schon gemacht. Wir haben das Motorrad schon geholt. Wir haben auch schon... Ach nein. Ach nö. Okay. Egal, wir müssen durch. Ich kann da jetzt nicht... Da-da-da-da-da. Ich habe... Also die GEMA ist echt grauenvoll. Gut, es ist ja nicht mehr nur die GEMA, aber die Musikrechte auf YouTube sind echt grauenvoll. Du kannst nicht mal 3 Sekunden irgendeinen Titel spielen und sofort hast du Copyright-Probleme am Hals. Und das ist echt so nervig. Okay, ich bin falsch gefahren, merke ich gerade. So, deswegen mache ich nach wie vor bei Vice City immer das Radio aus. Da ist ja halt nicht In-Game-Sound oder nur für das Spiel hergestellte Musik ist, sondern wirklich Songs von Dritten und da kriege ich Probleme. Okay, wir müssen jetzt diese ganze Mission nochmal machen. Egal, wir haben ja Zeit. Da mache ich das einfach mal. Und ich werde in den Ferien auf jeden Fall eine richtig lange GTA Vice City Session machen. Denn ich will das mal fertig haben. Wir spielen das jetzt schon über ein Jahr. Ich habe damit angefangen. Das glaubt mir keiner, aber es ist so. Und deswegen muss ich echt... Oh, na, das ist ja doof. Und deswegen muss ich echt mal zusehen, dass ich hier so ein bisschen... Was willst du denn? Also wirklich. Deswegen muss ich echt mal zusehen, dass wir hier bald mal fertig werden. Nicht, dass ich es irgendwie nicht mehr spielen möchte. Das ist ja überhaupt nicht so, aber langsam sollte ich mal, ne? So, da die sowieso unendlich hier hochkommen, komme ich denen mal entgegen, sozusagen, ne? Und, oh, wo sind der hingerutscht? Hä? Wieso verschwinden die einfach? Was ist denn da los? Hm, keine Ahnung. So, wir wissen ja, wo es steht. Hä, die verschwinden einfach. Die Sterbeanimation ist weg. Okay. Guck mal, zack. Nee, der bleibt. Okay. Hm.
Und bei dem? Der verschwindet auch einfach. Das sind Geister, das sind keine Menschen, das sind irgendwelche Roboter, irgendwelche Illusionen. Ich erschieße hier keine Menschen, ich erschieße nur Illusionen. Die wollen uns alle nur verarschen. Siehst du das? Halt! So, die eine Pistole ist leer. So, hier, guck mal, ich sag ja, hier kommen unendlich viele raus. Deswegen... Yo! Das war total falsche Musik, für... Scheiße, für eine Motorradgang, da muss irgendwie Heavy Metal oder sowas her. Hab ich aber nicht. Zumindest nicht GEMA-frei. Okay, so, dann machen wir uns jetzt auf zu den... Oh, sollte vielleicht Gas geben. Ich traue mich nur bei den Kurven nicht wirklich Gas zu geben, weil man kennt es ja. Obwohl, warte, ich hoffe, das dürfte jetzt, glaube ich, die letzte Mission sein. Weil das Rennen will ich nicht nochmal machen. Dann streike ich. So. Da sind wir, das ging ja Gott sei Dank relativ schnell. Da machen wir in dieser Folge einfach noch, holen wir noch so ein bisschen das auf, was ich nicht gespeichert habe. Oder was das Spiel nicht gespeichert hat. Man weiß es ja nicht. Er freut sich, sein Motorrad wiederzusehen. Mission erfüllt. $4.000. Okay. Und ich glaube, jetzt sind wir auch fertig mit denen, weil das Symbol weg ist. Oder warte, die rufen mich doch jetzt eigentlich an, oder? Der ruft mich jetzt, glaube ich, an. Ich bleib mal noch so ein bisschen. Ja, siehste. Hey, it's Mitch. You did good, Tommy. It's good to have the old girl back. You tell Kent Paul, he'll get his security for the gig. You have my word on that. Now keep yourself out of trouble. Machen wir. Super, dann hätten wir die Mission jetzt... Ja, dann haben wir gleich mal das Auto durch die Gegend geschmissen. Hätten wir die Mission jetzt erledigt und können jetzt zu den Kollegen von Lawfist gehen, denen das mitteilen, uns bestimmt wieder eine Sequenz mit GEMA-geschützter Musik anhören, die ich wieder rausschneiden werde. Und dann hätten wir das, dann sind wir, glaube ich, langsam ran an den alten Spielstand. Ich hoffe es. Obwohl, ich habe ja auch noch, oh Gott, für die Oma, nee, für die Kubaner habe ich doch auch schon mal irgendwas gemacht. Ich weiß es nicht mehr, ich werde alt. Oh, schönes Rad, schöne Radkappen. Die PR-Tour. So, ich hoffe, ich musste das jetzt nicht rausschneiden, das kleine Stückchen. Oh nein. Wir haben echt viel verpasst. Wir haben viel nicht gespeichert. Ihr kennt das ja schon, also eigentlich, ihr könnt es euch diese Folge eigentlich sparen, weil das haben wir alles schon mal gemacht. Deswegen rede ich jetzt auch gerade über die Sequenzen drüber und überspringe immer alles, aber das ist doch echt scheiße, ganz ehrlich. Bigger areas. Na gut, dann machen wir uns mal eine Tour auf durch Vice City. Das ist ja auch entspannt. Es hat alles Vorteile. Das Problem ist, dass die jetzt die ganze Zeit im Hintergrund labern. Darauf habe ich keinen Bock. Aber da kommen wir nicht drum rum. Hä? Okay, ich war zu langsam. Scheiße. Tut mir leid. Das tut mir leid. Brauche kein Taxi nehmen, wir sind ja gleich da. Ich dachte, ich muss nicht ganz... Okay, ja. Es geht natürlich keine Folge ohne Mission gescheitert. Das wäre ja... Also das würde ja überhaupt nicht gehen. So, nochmal gleich überspringen, dankeschön. Oh, jetzt labern die wieder, ne? Ich hab keinen Bock. Wunderschöne Musik. La 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 la. Oh Mann, ey. Die gehen mir ein bisschen auf den Sack. Voll das englische, der britische Akzent, ne? Lawfist, your time polluting the airwaves is over. You had a chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. Hab gar nichts zu trinken hier. Your limousine will explode along with your big airy asses. Tommy, pal, ja, ich fahr ja schon. So. Ja, genau, I'm getting bored of this. Tommy sagt's. Meine Rede, Tommy.
Will there be an engine? He stopped yet? We're all going to die. I'm going to get pushed. Okay, pass auf. Hä? Wir sind schon wieder viel zu langsam? Jetzt habe ich aber anders in Erinnerung. Hey, the vodka bottle's got wires coming out here. That's no vodka. That's boomshine. Ich bin letztes Mal, ich sollte eigentlich anders fahren. Und nicht hier lang. Weil wir hier echt engen Verkehr haben und nicht so ein großes Gebiet zum Langfahren. Obwohl, wir könnten einfach im Kreis fahren, das würde natürlich auch gehen. Wirklich, ich bemühe mich. Scheiße, ich bin echt schlecht im Fahren hier. Ich habe so Angst, dass wenn ich jetzt hier gerade ausfahre und die Abkürzung nehme, dass ich irgendwo hängen bleibe. Aber eigentlich müsste es klappen. Okay, das war. Oh, Alter, wir sind schon wieder fast viel zu langsam. Boah, das war knapp. Das war knapp. Boah. Oh, könnt ihr mal aufhören zu labern? Die haben auch noch so nervige Stimmen. Wenn hier nicht immer so viele Autos fahren würden. Echt, das wäre... Also wir können doch übers Gras fahren, fällt mir gerade ein. Da brauchen wir nicht so steil die Kurven und brauchen wir nicht abbremsen. Da kann ich nämlich hier schön die lange Straße lang fahren. Ich glaube, das ist gut. Oh, danke. Love Fest. Okay. Boah, ich bin so froh, wenn wir die Jungs los sind. Die haben auch nichts Besseres zu tun, als irgendwelche Scheiße zu bauen, oder? So, dann sind wir ja gleich hier da. Eigentlich gut, dass wir im Kreis gefahren sind, da müssen wir jetzt nicht so lange zurückfahren. So, dann müssen wir für die jetzt auch noch mehr, oder? Mercedes? Nee, das war ja schon, das ist schon lange her. So. Jetzt kommen wir zur Bühne. Ja. Das geht so ab. Oh, dieser, guck mal, diese Arschritze, die der unten rechts hat, der mit dem roten, ist schon heiß. Oh, So sieht's auch aus. Ja. Darf ich das überspringen? Tja. Die sind so durch, alle. Tschüss. Mission erfüllt. 8000, das war doch ganz angenehm. So, was steht denn jetzt noch an? Die sind wir jetzt erstmal los. Ich glaube, die sind wir jetzt wirklich los. Und was ich jetzt mache, ist speichern. Drücke Tab, um den Anruf zu... Ja, hallo. Hallo, Sonny, ne? Hallo, Tommy. Ja, es ist Baker. Doch nicht. Ich wollte nur sagen, ich habe wirklich die Show sehr genossen. Me and the boys want to thank you and remind you, you got our respect. Good day. Keep riding hard, son. Dankeschön. Okay, die zollen uns ihren Respekt. Das finde ich echt nett von den Jungs. Und wisst ihr was, ich kann jetzt eigentlich in der Aufnahme speichern, denn ich nehme jetzt nicht mehr mit Fraps auf. Da dürfte es nicht abschmieren. Aber er macht immer eine neue Aufnahme, wenn ich ins Menü gehe. So, guck mal hier, jetzt. Das ist so mein Teststand. Und am 3. September 2015, Alter, ist das lange her. Ich habe wirklich nicht gespeichert. Oder das Spiel hat nicht gespeichert, ich weiß es nicht. Aber das ist ja, ich habe ja zwischendurch schon Aufnahmen gemacht. Boah, Alter, das war bevor mein Laptop kaputt gegangen ist. Ah, ich glaube, wir haben doch noch ganze Menge verpasst. Also, ganze Menge jetzt noch nachzuholen. Ich möchte speichern, ja. Daten wurden gespeichert, dankeschön. So, es hat wieder eine neue Aufnahme angefangen. Macht aber nichts. Ich denke, das war's für die Folge. Wir sind genau bei 20 Minuten. Das ist ja natürlich, das ist wirklich... Wieder, das habe ich einfach, ich habe das einfach im Urin, das ist einfach nicht anders. Da brauchen wir uns, das kann man nicht schön reden. Es ist einfach so. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken.
Heute hat es ja mal wieder ein bisschen besser geklappt. Ich werde jetzt nicht weiter aufnehmen. Ich habe ja schon erwähnt, ich werde auf jeden Fall eine längere Session in den Ferien aufnehmen und das hier mal durchspielen. Aber heute mache ich mal Schluss, denn ich muss es ja noch rendern und hochladen. Das Rendern ist kein Problem. Das Hochladen ist das Problem, denn mit dem scheiß Dorf-Internet hier, ich brauche, die Folgen werden ja wirklich mit 1080p und 60 FPS, werden die 2,5 GB, das ist noch klein dafür eigentlich. Und ich lade da fast 4 Stunden hoch, das ist echt nicht schön und ich kriege hier kein besseres Internet, es liegt einfach nicht mehr an hier. Ja, also falls jemand von der Telekom zuguckt oder von irgendeinem Internetanbieter, bitte baut das hier aus. Ich würde auf den Knien vor euch liegen und euch die Füße küssen und ja, okay, es reicht. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge, die dann wahrscheinlich erst in 2 Wochen oder in einer Woche dürfte das dann sein, kommt. Und ich denke mal, als nächstes geht es dann weiter mit Thief. Ja, die längste Verabschiedung, die ich je gemacht habe. Obwohl, nee, ich habe schon länger gelabert. Ja, vielen Dank fürs Zugucken und ciao.